Mein Gott, es kommt schlimmer, als wir gedacht haben. Es wird viel schlimmer, als wir gemeint haben. Es geht um den digitalen Impfausweis und die Tendenzen, wie sie uns unsere ganze Freiheit nehmen wollen. Aber es gibt immer noch Hoffnung und auch das wirst du in meinem Video erfahren, denn wir können uns helfen. Wir sind viele. Es ist ganz wichtig, dass du heute hier bist und zuhörst. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link. So, ich lege es gerade mal weg. Also, bei dem G20-Treffen, jetzt erst am 15. und 16.11., wurde ja beschlossen, diesen digitalen Impfausweis zu empfehlen und das Ganze voranzutreiben. Deutschland hat gleich Ja gesagt, dafür sind wir. Ja, dieser digitale Impfpass hat große Möglichkeiten für die Regierungen, alles zu kontrollieren. Es geht, glaube ich mal, nicht so sehr um das Impfen letztendlich. Es geht mehr darum, um die Kontrolle, um uns zu gängeln, um uns vorschreiben zu können, was wir zu tun haben, wie wir uns zu verhalten haben. Jetzt geht es zuerst mal in der öffentlichen Presse, wird darüber berichtet, es geht um die Einschränkung der Reisefreiheit. Also man will die allgemeine Mobilität und die Vernetzung verbessern. Das bedeutet letztendlich, dass nur noch derjenige eine Reise machen kann, der so einen Impfpass hat, einen digitalen. Und man könnte dann auch von oberster Stelle genau kontrollieren, jeden Menschen kontrollieren, wie oft ist er geimpft, was, gegen was ist er geimpft und so weiter. Dann, und das ist das Problem dabei, haben die damit ein Instrument in der Hand, mit dem sie jeden Bürger kontrollieren und unter Druck setzen können. Denn dieser Infektionsstatus, so gesagt, so genannt, der wird festgestellt und es wird bestimmt, mit welchem Status du an welchen Veranstaltungen, zum Beispiel an sozialen Aktivitäten, teilnehmen kannst. Der US-IT-Konzern, also viel dieser Verein in der US-Regierung, das ist die treibende Kraft. Und letztendlich haben diese Behörden die Kontrolle über uns alle letztendlich, weil das dort in einem zentralen Punkt kontrolliert werden soll. Und alle Länder, nee, nicht alle, aber viele schon bereit sind, da mitzumachen. Diese Merkmale, die in diesem Impfdokument zu finden sind, können erweitert werden. Also es geht jetzt nicht nur, also im Moment schon ums Impfen, aber später kann das alles erweitert werden um verschiedene Merkmale. Also zum Beispiel stell dir vor, du gehst gerne spazieren, montags zum Beispiel, und dann wird es da vermerkt. Und dann bedeutet das, dass du gefährdet bist, dass du nicht an solchen normalen sozialen Dingen teilnehmen darfst. In China kann man wieder gucken, wie es da ist. Da gibt es Zugangsvoraussetzungen für bestimmte Gebäude und Verkehrsmittel. Das heißt, wenn du nicht dafür geeignet bist, weil du dich vielleicht schlecht benommen hast, zu viel spazieren gehst, zu laut bist, keine Ahnung, was da alles dazugehört, dann wird es in diesem digitalen Impfpass vermerkt und deine Freiheit wird eingeschränkt. Das ist das ganz große Ziel, was da dahinter steht und das weltweit, ja, von der USA kontrolliert. Das ist der erweiterte Gesundheitspass mit
bestimmten Angaben, die eben dann zu diesem globalen Standardreisedokument führen. Und wenn du jetzt gerne verreist, dann musst du dich da anpassen, wenn du es möchtest. Und die EU hat auch bereits zugegeben, dass diese Dauerimpfschleife, die jetzt dadurch kommt, schon von Anfang an geplant war. Also wir wissen ja, auch in meinem anderen Video habe ich ja schon darüber gesprochen, dass die Agenda 2030 ganz viele Punkte hat, die von außen her gut aussehen, aber von innen her, wenn man weiter guckt, wie sie durchgesetzt werden, dass sie eigentlich gar nicht so sehr zu unserem allerhöchsten Wohle sind. Für uns bedeutet dies, dass wir uns auf unsere Stärke besinnen sollten, auf unsere Kraft besinnen sollten. Wir sind ganz viele. Wir sind die Bürger. Wir sind diejenigen, die angeben, wer gewählt wird. Und die gewählten Personen sollten dann auch dies tun, was wir wollen und nichts anderes. Und das ist etwas, was jetzt gerade nicht geschieht. Also es ist wichtig, dass wir uns dessen im Klaren sind. Und wir sollten wirklich dann auch aktiv sein, bevor es tatsächlich zu spät ist. Es könnte ja, ich weiß nicht, wie schnell die sind, wie schnell die das durchsetzen. Es ist ja bis jetzt noch nichts tatsächlich festgelegt, aber die Bahnen, die gehen ja alle in diese eine Richtung und das bedeutet für uns, wenn es mal durchgesetzt ist, wenn es zum Gesetz geworden ist, dann haben wir keine Chance mehr oder nicht so große Chancen wie jetzt. Also ist jetzt der Zeitpunkt, um da aktiv zu werden und für unsere Freiheit zu sorgen, für uns selbst zu sorgen. Und ich habe mir überlegt, wen frage ich denn jetzt in einer Botschaft? Wer kann uns denn da am besten helfen? Und da ist mir Merlin eingefallen. Ich war ja wirklich sehr lange mit Merlin zusammen als Geistführer. Er hat mich so viel gelehrt, so viel unterstützt, als ich damals in England war. Und davon profitiere ich ja auch heute noch. Und auch Merlin hat gesagt, dass die Kraft in uns liegt, dass wir alles in uns tragen, um das ändern zu können. Entschuldigung. Denn wir sind ja hier inkarniert, um die Erde zu kreieren und nicht ein Gefängnis zu kreieren. Was hier alles getan wird von außen, das ist wie ein Gefängnis, was da entsteht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und die beste Methode, die beste Kraft, mit der wir hier wirken können. Das ist die Quantenverschränkung. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Mit der Quantenverschränkung, wenn wir das alle tun würden, wären wir schon längst aufgestiegen und in der neuen Welt. Und diese Fähigkeit liegt in jedem von uns. Sie muss nur aktiviert werden und dann auch benutzt werden. Das ist eigentlich alles. Und deswegen habe ich heute Merlin gefragt, ob er uns unsere Stärke, unsere Schöpferkraft noch mehr verstärken kann. Denn Merlin ist das mystische Heilfeuer und er trägt eine ganz große Schöpferkraft. Ihr wisst es ja alle. Und dann können wir mit dieser Schöpferkraft, mit der Quantenverschränkung wirken. Und die Quantenverschränkung ist der Schlüssel, die Lösung für alles. Wer sich dafür interessiert, du findest auch einen Link unter meinem Video. Und kommt auch gerne zu meinem Telegram-Kanal. Dort könnt ihr unsere Smarana-Partner kennenlernen und wir unterstützen uns dort gegenseitig mit wundervollen, schönen, positiven Energien. Das ist so wichtig in der jetzigen Zeit. Und wir sind auch als Neuestes auf TikTok. Wer uns da gerne besuchen mag, den lade ich ganz herzlich ein, ihr Lieben. Ja, und jetzt hören wir uns die Botschaft von Merlin an, ihr Lieben. Geliebte Menschenkinder, geliebte Menschen der Erde, voller Freude spreche ich heute zu euch. Ich bin das mystische Heilfeuer. Ich bin die Magie. Ich bin die Weisheit.
Und ich bin die Liebe und das Licht. Und so bin ich heute gerufen worden, um euch zu unterstützen, um euch zu führen und zu schützen. Ich kann euch sagen, die geistige Welt, die geistigen Wesen, sie sind bei euch. Sie beobachten alles, was auf der Erde geschieht. Und sie senden euch ihre Liebe und ihre Kraft. Das Wichtigste in diesem Moment für euch ist, dass ihr euch auf euch selbst besinnt, auf eure innere Kraft, auf euer Herz und auf eure Schöpferkraft. Und ich soll euch auch noch sagen, dass ihr so wundervolle Wesen seid und wir alle euch lieben. Wir sind da, um euch zu unterstützen, euren Weg in die Freiheit zu finden, dafür aufzustehen, dafür einzustehen. Ihr seid so viele und ihr seid so stark und ihr werdet das schaffen. Es ist Aktivität von euch gefordert. Damit ihr dies besser könnt, werde ich heute für euch eure Schöpferkraft stärken. Die Schöpferkraft ist das, was euch auszeichnet, was euch mit euren Gedanken die neue Welt erschaffen lässt. Die Schöpferkraft ist eure Stärke. Verbunden mit der Liebe, verbunden mit dem Licht, ist die Schöpferkraft all das, was euch den Weg in die Freiheit zeigen wird. Und jetzt lasst mich beginnen, natürlich mit deinem Einverständnis. Und wenn du bereit bist, dann sende mir ein inneres Ja mit deiner inneren Stimme. Und lege deine Hände auf deinen Bauch, denn in deinem Bauch ruht die Kraft, die Schöpferkraft, deine Willenskraft. Berühre deinen Bauch und spüre, wie ich nun Energien zu dir sende. Ich sende dir die Schöpferkraft von Merlin und sie fließt jetzt in einem starken, magischen, mystischen goldenen Strom zu dir. Und wenn du es magst, dann lass dich fallen, gib dich hin dieser Energie und öffne deine Bauchchakren, empfange alles, was jetzt zu dir kommen möchte. Es geschieht zum allerhöchsten Wohle für dich. Und es wird dir Kraft geben, deinen Weg zu finden, deinen Weg zu gehen, denn dies ist der Wunsch deiner Seele. Und so fließt die ganze Zeit diese Kraft zu dir. Du spürst vielleicht in deinem Bauch eine Wärme und vielleicht spürst du auch, wie sich dein Sakralchakra, dein Nabelchakra, dein Solarplexus ausdehnt und mit Energie anfüllt. Das ist die Energie von Merlin und sie verbindet sich mit dir, kräftigt dich und stärkt dich. Alles, was du benötigst, trägst du in dir. Habe den Mut, dein Licht zu zeigen und deinen Willen zu zeigen. Denn es geht um deine eigene Freiheit. Die Freiheit, die du bekommen hast, als du auf die Erde kamst, die du in dir trägst. Diese Freiheit darfst du nicht abgeben.
Bewege dich aus deiner Komfortzone heraus. Sei aktiv und bringe das Licht der Freiheit auf die Wege nach außen. Wir unterstützen dich, wir die lichten Wesen, wir beobachten schon lange, was auf der Erde geschieht. Und wir wissen, dass es im Moment eine schwere Zeit für euch alle ist. Und es ist auch so, dass diese Zeit noch länger andauern wird. Sie ist nicht sofort wieder vorbei. Deswegen ist es wichtig, dass du dich auf deine Kraft besinnst, dass du dich erinnerst, wer du bist. Und nun beginnt deine Seele zu leuchten, denn sie hat verstanden. Sie hat verstanden, dass du jetzt dabei bist, ebenfalls zu verstehen, denn du bist ein helles Licht. Und wir brauchen alle hellen Lichter. Sei du der Leuchtturm der Freiheit und bringe die Energien der neuen Erde für eine bessere Zukunft. Bringe alles nach außen. Mit deinen Gedanken kannst du es erreichen und werde zusätzlich noch aktiv. Du hast die Kraft und du hast den Mut, das ist sicher. Aus diesem Grunde bist du inkarniert. Und so verankere ich jetzt die neue Kraft deiner Schöpferkraft in dir, damit du immer Zugriff darauf hast. Und wenn du einmal müde bist oder dich schlecht fühlst, erinnere dich an diese Kraft. Sie ruht in dir. Du darfst sie jetzt leben. Und so verabschiede ich mich von dir, voller Liebe und Dankbarkeit. Der Segen der Schöpferkraft ist bei dir. Schreite voran. Ich bin Merlin, dein Freund. Und ich möchte dir danken, lieber Merlin. Ich möchte euch allen danken dafür, dass ihr zugehört habt und dafür, dass ihr jetzt gestärkt seid und dass wir gemeinsam den Weg des Lichtes gehen werden. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen.